Hallo und herzlich willkommen bei Aquatotal, dem Aquaristik-Kanal. Auf diesem Kanal geht es ausschließlich um interessante Themen in der Aquaristik. Also abonniere unseren Kanal und betätige die Benachrichtigungsglocke. Dann wirst du immer über neue Dinge auf diesem Kanal informiert. Übrigens veröffentlichen wir hier jeden Freitag ein neues Video. Im heutigen Video bauen wir ein Becken auf, in dem wir Wasserflöhe als Futter für unsere Aquarienbewohner züchten werden. Das Zuchtbecken bauen wir drinnen auf unserer Fensterbank im Aquarienraum auf. Im Video zeigen und erklären wir dir Schritt für Schritt, wie wir das Zuchtbecken installiert haben. Wir wünschen viel Spaß mit dem Video. Der Winter steht vor der Tür und wir haben unsere Wasserflohzucht draußen auf der Terrasse aufgelöst. Da unsere Fische und Garnelen Wasserflöhe lieben, haben wir uns entschlossen, wieder ein Zuchtbecken drinnen im Aquarienraum zu installieren. Als Standort für das Becken bietet sich unsere Fensterbank an, auf der auch schon das Schneckenreha-Center aufgebaut ist. Zum Aufbau des Schneckenreha-Centers gibt es auch schon ein Video auf unserem Kanal. Solltest du dich dafür interessieren, haben wir jetzt hier oben rechts in der Infobox und in der Videobeschreibung einen Link eingefügt. Wie du siehst, haben wir auf der Fensterbank Platz für das Wasserflohbecken gemacht. Zunächst bauen wir allerdings noch unser JBL Artemio-Set in der linken Ecke der Fensterbank samt Luftpumpe auf. Mit dem Artemio-Set erbrüten wir unsere Artemia-Nauplien, die wir ebenfalls als Lebendfutter verfüttern. Eine Playlist mit allen Videos zum Thema Lebendfutter auf unserem Kanal haben wir dir hier auch noch einmal verlinkt. Warum wir das Artemio-Set hier noch zusätzlich aufbauen, erklären wir dir später noch. Als nächstes stellen wir das Wasserflohbecken auf. Als Unterlage benutzen wir eine Schaumstoffmatte, die man im Zoohandel erhält. Das Becken stellen wir auf diese Unterlage. Sie soll den Glasboden schützen und gleichzeitig das Becken von der kalten Fensterbank trennen. Beim Becken handelt es sich um ein altes Aquarium, das wir noch im Keller stehen hatten. Das Becken ist 40 cm lang, 25 cm tief und 25 cm hoch. Der Wasserinhalt wird später ca. 20 Liter betragen, da wir das Becken nicht komplett befüllen. Im Becken werden wir einen kleinen luftbetriebenen Schwammfilter installieren, der für bessere Wasserwerte sorgen soll. Durch den Luftheber wird das Becken zusätzlich noch mit Sauerstoff versorgt. Den Filter bauen wir uns erst einmal zurecht. Dies ist das erste Mal, dass wir einen kleinen Filter im Wasserflohbecken installieren. In der Vergangenheit wurden unsere Becken nur mit einer Luftpumpe belüftet, um das Wasser zusätzlich mit Sauerstoff anzureichern. Wir wollen jetzt einmal ausprobieren, ob sich die Flöhe in gefiltertem Wasser besser vermehren. Der Filter wird jetzt im Becken platziert. Für den Lufthebefilter benötigen wir ebenfalls eine Luftpumpe. Wir haben uns gedacht, dass es praktisch ist, wenn wir für das Artemio-Set und den Luftheber im Wasserflohbecken nur eine Luftpumpe verwenden müssen. Das ist auch der Grund, warum wir das Artemio-Set mit auf der Fensterbank aufgebaut haben. Also befestigen wir ein kurzes Schlauchstück am Luftauslass des Artemio-Sets. Auf das Ende des Schlauches montieren wir einen Lufthahn mit drei Anschlussstutzen. Nun verbinden wir noch einmal das andere Ende des Lufthahns und unseren Lufthebefilter mit einem Stück Schlauch. Folgendes Prinzip steckt hinter der ganzen Sache. Die Luftpumpe drückt die Luft in unser Artemio-Set zur Sauerstoffversorgung der Artemia-Eier während des Erbrütens. Die Abluft am Artemio-Set fangen wir wiederum mit dem Schlauch am Abluftstutzen ab und leiten sie weiter. Somit haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Mit dem Lufthahn können wir die Stärke des Lufthebers einstellen. Das werden wir nachher noch zeigen. Aus der Ferne betrachtet sieht die Anlage nun so aus. Als nächstes befüllen wir das Aquarium mit Wasser. Wir nehmen dazu Wasser aus unserer Wasserwechselanlage. Dabei handelt es sich um mit Mineralsalz aufbereitetes Osmosewasser. Die
Die Wasserwerte betragen hierbei ca. GH7, KH1, pH 6,5, und der Leitwert beträgt 200 Mikrosiemens. Nun ist auch direkt schon der Lufthebefilter in Betrieb. Im Becken für die Wasserflöhe wollen wir nur eine minimale Strömung erzeugen. Weiterhin soll der Sog durch den Filter nicht so stark sein, dass unsere Wasserflöhe vom Filter angesaugt werden und es nicht mehr aus eigener Kraft vom Schwamm wegschaffen. Die richtige Luftmenge stellen wir dabei mit dem installierten Lufthahn ein. Im Betrieb sieht unsere Anlage nun aus der Ferne so aus. Damit sich nun gleich auch schon reichlich Bakterien im Filter ansiedeln, impfen wir das Wasser mit einem flüssigen Filterstarter an. Wir nehmen hierzu das Denitrol von JBL. Wir haben nun ein paar Tage gewartet und uns frische Wasserflöhe im Zooladen gekauft. Diese werden wir nun gleich in das Becken einsetzen. Vorher gießen wir die Flöhe in einem Sieb ab und spülen sie noch einmal mit klarem Leitungswasser ab. Das Altwasser wollen wir nicht mit ins Becken schütten. Nun setzen wir die Wasserflöhe ins Zuchtbecken. Gleich im Anschluss setzen wir auch noch ein paar Posthorn- und Blasenschnecken aus unserem Schneckenbecken mit ins Wasserflohzuchtbecken. Die Schnecken werden verendete Wasserflöhe und die Schalen der Flöhe fressen und somit das Becken reinigen. Unter anderem von den Ausscheidungen der Schnecken werden sich wiederum die Wasserflöhe ernähren. Es handelt sich dabei um eine perfekte Symbiose zwischen Wasserflöhen und Schnecken. Füttern werden wir die Wasserflöhe und Schnecken mit Spirulina-Pulver und Trockenhefe. Ab und zu geben wir für die Schnecken noch eine kleine Menge calciumhaltiges Schneckenfutter ins Becken. Das Spirulina-Pulver und die Trockenhefe lösen wir vorher in Wasser auf und geben dies dann mit einer Kunststoffpipette direkt ins Becken. Es wird nur so viel ins Becken gegeben, bis das Wasser eine leichte Trübung erhält. Ist die Trübung nach einem oder ein paar Tagen verschwunden, kann erneut gefüttert werden. Auf dem Beckenboden sind die Schalen sowie tote Wasserflöhe gut zu erkennen. Man erkennt auch, dass die Luftmenge gut gewählt wurde, da kaum Strömung im Becken herrscht und keine Tiere vom Filter angesaugt werden. Da das Becken direkt am Fenster steht, werden wir keine zusätzliche Beleuchtung installieren. Die Raumtemperatur beträgt ca. 22 Grad Celsius, sodass wir auch auf einen Heizstab verzichten. Wir werden ab jetzt das Becken im Auge behalten und dich natürlich über Erfolge und Misserfolge auf dem Laufenden halten. Mal sehen, wie uns die Zucht gelingt und ob wir eventuell noch die Wasserparameter verändern müssen. Wir haben noch viel Zeit zum Experimentieren. Teile uns doch mit, ob dir unser Wasserflohzuchtbecken gefällt. Haben wir noch etwas nicht beachtet oder hast du vielleicht noch Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge? Schreib es uns einfach unten in die Kommentare. Sei auch wieder beim nächsten Video auf diesem Kanal dabei, indem du ihn abonnierst. Wir freuen uns auch, wenn du einen Daumen nach oben für dieses Video dalässt. Solltest du Fragen oder Anregungen haben, teile uns dies auch in den Kommentaren mit. An dieser Stelle bedanken wir uns fürs Zuschauen und sagen bis zum nächsten Freitag bei Aquatotal.